Heute sind wir nicht zu Hause, sondern in Dettendorf. Und damit herzliches Willkommen zum dritten Monat 2023. Es ist wieder viel, viele kleinere Themen. Jetzt ist bald das Filmfestival Türkei-Deutschland. 2022 war ich schon dabei und auch dieses Jahr bin ich wieder mit dabei, wo Filme aus Türkei oder Deutschland produziert wurde und gezeigt wird in 3 verschiedene Sprachen. Er hat mir damals so sehr gefallen, dass ich sagte, ich muss da unbedingt nochmal hin. An welchen Tagen ich dabei bin, muss ich noch schauen. Aber es ist eine schöne Veranstaltung. Schaut gerne vorbei. Das Festival, was ich jetzt erwähne, ist erst Ende April. Da kommt im April noch etwas dazu auf euch zu. Aber ich kann euch jetzt schon ein paar Termine verraten, was das Jugendfilmfestival Mittelfranken so alles anbietet. Am Wochenende 4. ist eben das Jugendfilmfestival in Cinecittà in Nürnberg, wo wieder viele Filme eingereicht wurde und gezeigt wird. Ich hoffe, ihr seid da vor Ort, weil vor Ort gibt es auch das Jufife Film Workshop Basics. Ab 13 Uhr ohne Anmeldung ist immer cool. Ja, für alle, die nicht dabei sein können, für die gibt es ein Online-Angebot. Das ist am 24.03.2023. Da, wo ihr euch anmelden könnt, habe ich hier euch eingeblendet, eben die Idee zum fertigen Film, wie der Ablauf ist. Was ich noch nicht so herausgefunden habe, aber wahrscheinlich sicherlich neu ist, und das ist der Filmcamp am 17.06.2023. 10 Uhr bis 22 Uhr. Was da genau alles genau passiert, muss ich nochmal absprechen, weil ich habe selber leider davon überhaupt keine Ahnung. Für mich ist das was Neues. Ich habe Ahnung, aber mehr kann ich dazu leider gerade auch nicht sagen. Das Frühling City Erlangen, daher, es ist wieder ein Samstag, wo die Leute in die Innenstadt kommen können. Und da ist dann wirklich der Beginn des Frühling. Und auch kleine Information, eine Woche davor sprechen Nico und ich in den Podcast um das Thema Zeitumstellung. Auch da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen oder euch anhören. Aktuell gibt es nur auf Soundcloud, auch der Homepage oder hier als kleine Bilder Podcast hier auf YouTube. Und damit war ich doch auch schon wieder mit den Monat News hier in März aus Dettendorf. Das nächste Mal bin ich dann wieder zu Hause oder irgendwo anders. Damit macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss. Bye bye.